Heute habe ich ein ganz spezielles Video für Pferdeliebhaber unter uns. Oder so. In dem heutigen Video geht es um das Ding hier. Moment. Das ist quasi der Mustang von Blue Bricks, beziehungsweise das graue US Muscle Car 1967. Ja. Obwohl es eigentlich ja kein Muscle Car ist, sondern Pony Car. Egal, andere Geschichte. Und zwar, das Ding hier in einem Traum aus Grau und Schwarz hat einen Maßstab von 1 zu 18, ist bei Blue Bricks erhältlich, kostet zurzeit 40 Euro. Und ja, was ich davon halte und so erzähle ich euch gleich, aber nur als, damit ihr einen Unterschied seht, also als Vergleich quasi. Hier der große Bruder, den kennt jeder, glaube ich, ne? Die Lego-Variante. Ihr seht unterm Strich, Moment, so viel ist nicht um, größentechnisch. Lego gibt keine offiziellen Maßstab raus, aber laut Internetrecherche dürfte das Ding circa einen Maßstab von 1 zu 12,5, 12 irgendwo in die Richtung haben. Also ihr seht, ein bisschen größer, hat man ja auch gesehen. Ja, der Preisunterschied ist aber natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Also das Ding, wie gesagt, knappe 40 Euro. Das Ding von Lego durchschnittlich, also durchschnittlich der OVP ist 130 Euro. Mittlerweile, wenn ihr Glück habt, 60, 70, 80, wie auch immer, ändert sich immer ein bisschen. Ich habe euch gesagt, ich tue mir irrsinnig schwer damit, quasi Preisgeschichten euch zu zeigen oder zu erzählen, weil, naja, wie gesagt, keine Ahnung, wann ihr das Video seht. Kann sein, dass das Ding dann nur noch 50 kostet oder EOL ist oder wie auch immer. Genau, auf jeden Fall. Uns geht es aber heute primär um das graue Ding von Blue Bricks und nicht um das blaue Ding von Lego. Also würde ich sagen, ich erkläre euch mal ein bisschen was zu dem Ding. So, ich würde sagen, wir fangen mit der Außenverpackung an. Bei Blue Bricks gibt es wie immer eine wunderschöne Box in braun mit blauem Aufdruck. Seitlich dieses Kärtchen, Moment, genau, dieses Kärtchen, wo man eben wieder sieht, was drin ist. Ja, das Licht ist echt extrem, ich weiß, aber ich habe leider das Problem, dass sonst der Raum sehr dunkel wird. Wenn ihr irgendwelche Lösungsvorschläge habt für dieses Lichtproblem, dass hier der Bereich nicht ganz so weiß-weiß ist, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich bin echt hier ein bisschen am Rumeiern, ne? Auf jeden Fall, hier ist der Aufkleber drauf, da steht auch nochmal drauf, 1118 Teile. Zum Vergleich nochmal, das Ding von Lego hat knapp 1471 Teile. Es gibt ja bei dem Lego-Modell gibt es noch diese Zusatzaufbauten, wo man dann quasi so den fetten Motor reinmachen kann und so ein bisschen, ja, egal. Genau, das ist die Außenverpackung, spannend. Innen einzelne Plastiktüten, wer hätte das gedacht? Und nicht viel mehr Anleitung, wie bei Blue Bricks üblich, zum Runterladen als PDF. Könnt ihr auf dem Tablet, Handy, Computer, wo auch immer, euch quasi dann durchblättern, während ihr baut. Finde ich persönlich okay. Finde ich persönlich sogar recht gut. Ich bin sowieso kein Papierfan. Das Zeug zerknittert, fällt ab, wird dreckig, wie auch immer, verschwindet. Keine Ahnung. Kann mit einer PDF natürlich nicht passieren. Deswegen, ich bevorzuge das sogar, um ehrlich zu sein. Also, weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ja. Genau. So, dann zum Gefährt an sich, bevor wir hier noch eine Stunde labern. Hier seht ihr nochmal elegant, wie er ist. Von vorne, von der Seite, von der anderen Seite. Ihr werdet es nicht glauben, die sieht fast gleich aus wie die andere, nur seitenverkehrt. Die Rückseite finde ich super cool. Die Unterseite. Also ihr seht auch, das Ding ist wirklich massiv gebaut. Platte über Platte. Und dann noch die Oberseite. So, hier. Genau. Ihr seht, ein schöner schwarzer durchgehender Strich. Das Gute daran ist, das sind keine bedruckten Striche wie bei dem Lego-Ding, dass man Fliesen einfach bedruckt hat. Weil wir haben ja dann immer wieder das Problem, ich zeige euch das mal kurz, dass wir hier dann quasi, wenn eine durchgehende Linie ist, hier fällt das jetzt nicht ganz so extrem auf, aber ihr seht, es gibt schon immer wieder so ein bisschen Versatz. Ne? Genau. Auf der anderen Seite ist es fast noch ein bisschen schlimmer.
Und das ist halt das Problem. Der hat oben auch diesen Strich, aber das ist eben auch, klar, die Platten sind nicht bedruckt, aber zum Beispiel die in der Mitte hier, die hat so einen Streifen, der bedruckt ist. Ja? Und ja, die Genauigkeit ist halt so eine Geschichte. Und hier kann das aber nicht passieren, weil schwarz einfach nur schwarze Platten. Hier ist nichts bedruckt, nichts ausgeeiert, gestanzt, wie auch immer, alles gut. Okay. Was haben wir sonst noch zu sagen zu diesem Modell von außenrum? Ich finde die Bauweise an sich recht cool, ich mag das, der ist super kantig gebaut hier, auch mit diesen Auspuffrohren und die Formgebung hier, das ist schon ziemlich cool. Genau, auch die Auspuff finde ich recht cool, hier hinten mit den Roundplates, mit den Transclear Roundplates, Nummerntafel und so, ja, es gibt da sicher wieder irgendwo Aufkleber und so, aber ihr kennt mich ja mittlerweile, Aufkleber sind nichts für mich. Hier vorne finde ich auch recht cool mit den Scheibenwerfern und den Zusatzscheibenwerfern und so. Natürlich geht die Motorhaube auch auf, die bleibt auch offen. Hier drin ist ein schicker Motorblock. Ihr seht hier alles, was irgendwie dazugehört. Batterie, Waschanlage, Motorblock, keine Ahnung. Zeug halt, was man im Motor so hat bei dem Auto, vermutlich. Geht auch schön auf und zu, hält auch, wie gesagt. Es ist auch bei dem... Also türentechnisch oder irgendwelche Klappen, also Motor, Kofferraum oder so, nichts davon geht auf oder eiert rum. Genau, das bringt uns auch gleich zu dem Thema Türen. Die sind auch richtig cool. Die kann man hier schön zack aufmachen und schon hat man Sebastian Kurz Flügelohren. Ja, läuft auch. Die Innenausstattung, Moment, ich versuche mal, ob ich da reinkomme für euch. Genau, Moment. So, wir haben hier vorne das Lenkrad, wir haben die Gangschaltung, wir haben die Sitze, wir haben die Rückbank. Ja, genau, und das ist das Problem, was ich euch noch zeigen wollte. Wir haben hier lustigerweise bei der Tür immer das Problem, hier ist so ein Slope drauf, der wird hier quasi aufgesetzt, ne? Zack, alles gut. Und das Problem ist, wenn man die Tür jetzt zumacht, hier, ja, das heißt im Prinzip, man drückt das fest und versucht das dann quasi hier an der Säule vorbeizubringen. Dann geht das auch. Aber okay, es gibt keine Lenkung. Bei der Lego-Variante gibt es ja eine Lenkung. Was ich cool finde, ist, man hat auf den Felgen drauf noch diese Radkappen. Die steckt man einfach auf. Das sind einfach normale Radkappen. Finde ich super cool. Das lässt das so ein bisschen wirken wie so Weißwandreifen, also so Halb-Weißwandreifen, ne? Weil ja drunter noch die Felge durchkommt und dann hier oben drauf die Radkappe. Finde ich persönlich super cool. Was noch? Ach ja, jetzt kommen wir zum Highlight. Achtung. Ein bisschen Gas zum Schnüffeln, ne? Genau. Interessanterweise sollte dazu erwähnt werden, dieser Kofferraum hier hängt hier hinten auf so Hinges, sieht man die? Genau. Und ab und an... Ja. Also, das ist alles, was diesen Kofferraum hält. Das Problem ist, das wird hier hinten eingesteckt. Sieht man das? Moment. Hier auf diesen schwarzen Dingern. Genau. Und ja. Das heißt, man steckt das hier hinten drauf. Muss dann quasi mit einer Hand versuchen, irgendwie diese Hinges davon abzuhalten, runterzufallen. Das heißt, man drückt so immer ein bisschen gegen, dass die quasi drauf bleiben und schließt dann gleichzeitig den Kofferraum. Naja, hätte man vielleicht besser lösen können, aber ist jetzt halt so, wie es ist. Hier gibt es auch noch schön fürs Tanken. Sieht auch cool aus. Ich finde auch die Rückspiegel recht cool mit diesen... wie heißen die? Ja, mit diesen Kellen halt. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Oh mein Gott. Ja, ihr schreibt mir das sicher in die Kommentare und werdet mir sagen, was ich für ein Honk bin. Scheibe vorn, Scheibe hinten sind die identischen Scheiben. Funktioniert auch gut. Was hier leider nicht gibt, sind diese kleinen Scheiben. Hier vorne wäre noch cool gewesen, beziehungsweise hier hinten Scheiben, aber ist klar. Die Teile gibt es halt nicht.
Hier ist dann einfach so eine Bar eingesteckt, die quasi die Abgrenzung sein soll. Und was auch noch interessant ist, hier vorne die Säule, also der Teil hier, der ist nicht wirklich befestigt. Der ist einfach nur so raufgesteckt. Also der hält hier oben nicht. Das heißt, die fallen auch immer wieder mal runter. Aber das war es im Prinzip auch schon mit den negativen, positiven und überhaupt. Auf der Unterseite, wie gesagt, wir haben 1 Million Platten, die verbaut sind. Das ist unfassbar stabil, das Teil. Also da kann man ruhig... Na? Hupe. Funktioniert. Genau. Dann alternativ dazu zeige ich euch noch kurz das Ding von Lego, nur damit ihr wisst, was hier die großen Unterschiede sind. Also die Motorklappe. Hier ist eben auch ein kompletter Motor drin. Das Problem ist, die Klappe ist... Okay, jetzt hält sie gerade, aber normalerweise, also die, wenn man sie nicht ganz hochklappt, fällt die ab und zu ein bisschen runter. Hier ist eben auch der Motor drin. Das ist eben sehr, sehr ähnlich. Natürlich detaillierter durch den größeren Maßstab. Na, no. Hier kann man das Dach runternehmen, dann hat man ein Cabrio. Wir haben hier hinten auch Kofferraum. Der ist jetzt leer, da kann man auch so eine Flasche reinbauen, finde ich allerdings lustig. Dann gibt es die Türen. Die Türen kann man auch schön öffnen. Der Innenraum ist hier ein bisschen farblich freundlicher gestaltet. Ich persönlich finde aber die schwarze Variante cooler. Hier gibt es eben auch die Rückbank, hier hinten sieht man die noch. Genau, und die normalen Sitze und das Lenkrad und bla bla bla. Läuft, Tür hält. Man hat hier unten die Kurbel für die, die das kennen. Moment. Ja. Mit dieser Kurbel kann man eben hinten das ganze Fahrgestell rauf und runter manövrieren. Soll bloß ein bisschen Hot Rod Optik darstellen. Mir persönlich absolut Hupe. Vollkommen egal. Hier ja auch das gleiche Prinzip, die Scheibe und die Scheibe sind identisch. Man hat zeitlich auch keine Scheiben. Ja, genau, wie gesagt, die Teile gibt es halt einfach nicht. Man hat eben auch die Auspuffe, sogar Doppelauspuff. Nummerntafel natürlich auch wieder nicht beklebt, ihr kennt mich. Lustigerweise habe ich mich damals dazu entschieden, wie mir scheint, Moment, vorne die Nummerntafel zu bekleben. Das ist echt extrem hell. So, genau. Ja. Also nur damit ihr den Unterschied seht. Wie gesagt, Lenkung. Ne? Es gibt aber keine Hand of God. Entschuldigung. Es gibt keine Hand of God Steuerung. Das heißt, wenn ihr lenken wollt, müsst ihr entweder so machen oder hier reinfummeln. Ne? Naja, okay. Von mir aus. So, kommt hier hin. Wie gesagt, es gibt dann noch ein paar Armbandteile. Dann hat das Ding irgendwie einen fetten Motorblock. Ich verlinke euch hier mal kurz ein Foto. Und das ist im Prinzip auch alles, was man dazu sagen kann. Die Anleitung, wie gesagt, von dem Ding hier, PDF, runterladen, anschauen. Das Coole bei einer PDF ist natürlich auch, wenn ein Bauschritt irgendwann mal kompliziert aussieht oder so, man kann einfach hinzoomen, alles gut. Die Farbtreue in der Anleitung ist super. Also ich hatte keine Probleme, na gut, wir haben auch nur Dark Grey und Schwarz. Viel mehr ist da auch nicht, ab und zu ein bisschen Light Grey, aber nichts Nennenswertes. Ja, für die knapp 40 Euro, die das Ding kostet, definitiv eine Kaufempfehlung. Designed wurde das Ganze noch vom Adrian, sollte ich noch erwähnen. Hat bei Brubix die Nummer 102912, steht auch auf der Packung drauf. So findet ihr das recht gut. Ich verlinke euch das natürlich wieder unten mit meinem Affiliate-Link. Yay! Yeah! Also wenn ihr da drauf klickt, ihr würdet mir was Gutes tun. Euch kostet keinen Cent mehr, ich kriege ein bisschen was ab vom Kuchen. Wäre super nett von euch. Und... ich sage jetzt nicht, ob es lieferbar ist und so. Ich habe es eh schon erwähnt, weil ich keine Ahnung habe, wann ihr euch das Video anschaut. Also lassen wir das mal außen weg. Ich zeige euch das Ding nochmal ganz kurz in seiner Pracht. Also die Form ist schon... Also wenn man das jetzt vergleicht hier... Sekunde. Wir machen das jetzt so. Wir bauen uns eine Pyramide aus Autos. Die Form ist schon bei beiden richtig geil, oder? Da kann man nicht viel Negatives sagen. Also finde ich schon richtig, richtig cool. Genau. Die Farbgebung ist natürlich klar, wo die herkommt, ne? Eleanor und so. Aber ist schon geil. Also, ich gehe voll ab auf das Auto. Ich bin normal keiner, der viel Autos baut, aber das Ding musste ich unbedingt für meine Sammlung haben. Und spätestens, wenn ihr das Ding das erste Mal in der Hand habt, werdet ihr sehen, warum. Also, ihr könnt das dann sicher nachvollziehen. Jo, das war's im Prinzip. Ich sag, danke wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
passt auf euch auf und... Oh, ich habe was vergessen, fällt mir gerade ein. Oh nein, diese One-Take-Videos sind echt noch zum Üben für mich. Was ich natürlich noch erwähnen wollte, ist, wenn euch gefällt, was ich hier mache, abonniert und liked, ihr wisst eh, wie es geht, Glocke aktivieren, damit ihr seht, wenn ich neues Zeug hochlade. Folgt mir auf Facebook und Instagram, das ist ziemlich genau hier. Und schreibt mir was in die Kommentare, würde mich freuen, wenn ihr, wie auch immer in den Videos erwähnt, wenn ihr eine Kleinigkeit an Bling Bling übrig habt. Hier unten gibt es, also in der Videobeschreibung, gibt es wieder einen Link zu dem Spendending. Ich freue mich über jeden Euro, der durchkommt. Damit kann ich neues Equipment und neue Sets kaufen, um euch Videos zu machen. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir tatsächlich durch. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Cheerio!